Was geht ab? Heute geht es um ein Thema, was viele wirklich schon kennen müssten eigentlich, denn Peter McKinnon hat es bei sich auf dem Kanal vorgestellt und wenn Peter McKinnon ein Video macht, dann sehen es gleich ein paar hunderttausend bzw. ein paar Millionen. Trotz alledem habe ich mir hier auf dem Handy mal ein paar Stichpunkte gemacht und zwar geht es mir heute um das Thema Speedramps oder Speedramp an sich. Ich denke mal, das ist vielen wirklich geläufig, was ein Speedramp ist bzw. wofür man das nutzt, gerade weil es 2018, 19, 20 und jetzt auch 21 sowas von populär geworden ist, irgendwie eine Speedramp in dem Video mit einzubauen, was man aufnimmt, um sein B-Roll oder sein normales Footage aneinander zu cutten. Trotzdem will ich euch nochmal bei mir in Premiere Pro zeigen, für all diejenigen, die es nicht kennen oder noch nie gesehen haben, wie man so eine Speedramp erstellt. Denn das ist eine coole Technik, um einfach zwei Übergänge oder einen Übergang zwischen zwei verschiedenen Clips ein bisschen zu verschwinden lassen beziehungsweise einfach cooler zu machen. Und das geht gerade bei so flüssigen Bewegungen, ich sag mal, wenn der erste Schwenk so ist und der nächste so, ihr seht es jetzt einfach, denke ich mal, geht das gerade, um die Clips cool miteinander zu verbinden. Und ja, ist eigentlich eine einfache Sache, eine einfache Technik, die aber euer B-Roll tatsächlich um vieles besser macht. Und deshalb wollte ich mit euch da heute einmal drüber sprechen, denn es ist einfach eine coole Technik. Und by the way, wollte ich einmal wissen, mit was für Schnittprogrammen ihr so arbeitet. Ich habe die Creative Cloud abonniert, deswegen arbeite ich mit After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom. Ja, dann Lightroom Mobile, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, verlinke ich euch hier oben einmal, damit ihr wisst, wo ihr das findet. Wie man mit Lightroom Mobile vernünftig und relativ cool und einfach vor allem seine Bilder unterwegs bearbeiten kann. Ja, und jetzt würde ich sagen, gibt es ein bisschen B-Roll und danach setzen wir uns mal an den Rechner. So, wir sind in Premiere. Ich habe schon Folgendes gemacht. Einmal und zwar die Videospur 1 einfach ein bisschen groß gezogen. Und was wir jetzt machen wollen, ist halt dieser Effekt hier erstellen. Das ist der erste Shot quasi und dann kommt der Übergang. Obwohl der Übergang hier dann so geschwind oder schneller wird halt. Aber der Übergang könnte hier weiter vorne kommen tatsächlich. Das machen wir aber gleich. Ich zeige euch hier hinten jetzt einmal, wie man das mit den Clips macht. Und zwar ist es einfach. Ihr nehmt diesen Clip zum Beispiel, das ist mein vierter, und dann geht ihr hier auf dieses FN-Symbol oder FX-Symbol und macht einen Rechtsklick oder einen Doppeltap mit dem Magic Trackpad so und geht hier auf Zeitneuzuordnung und dann Geschwindigkeit. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt mit P euch hier Punkte setzen, einmal am Anfang und am Ende des Clips, und dann mit V könnt ihr diese Punkte auseinanderziehen, ungefähr so. Und so. Und nun könnt ihr die Geschwindigkeit verändern. Und zwar relativ cool, denn jetzt zieht er das hier einfach hoch auf 500%, habe ich jetzt gerade gemacht. Reichen wahrscheinlich auch 400, machen wir mal 380. Und jetzt könnt ihr, wenn er hier rangeht, hier eine Rampe entstellen oder erstellen, indem ihr diesen kleinen blauen Punkt packt und es einfach glatt zieht. Und jetzt sieht das aus wie eine Welle. Ich zeige euch das nochmal, wie das ohne dieses Verfahren aussieht, wenn man hier die Geschwindigkeit erhöht, wieder auf 400 ungefähr. Jetzt seht ihr, das sind hier so harte Kanten. Das sieht nicht so schön aus und siehst du auch im Video, aber wenn ihr jetzt diesen blauen Punkt fasst, könnt ihr so eine Welle draus machen. Und schon habt ihr eine Speedramp. So, schieben wir mal jetzt hier ran. Zack. Und diesen Clip hatte ich schon einmal vorbereitet. Jetzt auch noch zack, V. Auseinanderziehen. Geschwindigkeit auf 400% ungefähr. Sieht ganz gut aus. Clip noch ein bisschen weiter auseinander. Oder die Transition. Anschrägen das Ganze. Vielleicht hier hinten noch einen Frame wegschneiden. Bringt nichts, brauche ich nicht. Dann stellen wir da noch einen weg. Und aneinander schneiden. So, und jetzt haben wir hier drei Clips. Das sieht dann von vorne bis hinten ungefähr so aus. Wie gesagt, da ist nicht optimal geschnitten, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Ja, denn eigentlich müsste hier der Übergang jetzt kommen. Das ändern wir noch einmal kurz. Noch da ziehen und das hier hinterher schieben. Upp.
hat es gestockt, aber es liegt am MacBook Air und nicht am Übergang. So, und so geht das dann weiter. Ja, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ist so eine Speedramp eigentlich eine einfache Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allen Dingen ist das etwas, was man immer wiederholen kann, denn so eine Speedramp, wenn man sie nicht zu häufig in einem Video einbaut, das gilt übrigens für alle Übergänge oder Transitions, wie man es auch immer nennen möchte, wenn man die nicht zu häufig nutzt, wirkt es halt echt cool. Und zum Beispiel die Zoom-Transition, die so 2018 und 2019 in fast jedem Video vorkam, die kann man heutzutage gar nicht mehr sehen. Wenn man irgendwo noch eine Zoom-Transition einbaut, dann muss es echt schon sehr dezent und passend vor allen Dingen sein. Denn gerade 2019 war eine Zoom-Transition in fast jedem Video vorhanden und irgendwann war es einfach nur noch so langweilig, also weil man kannte es und es war einfach nichts Neues mehr. Aber so eine Speedramp, die geht halt immer, weil die sehr unauffällig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher ist es eine coole Möglichkeit, wie ihr euer B-Roll oder eure Videos im Allgemeinen nochmal ein bisschen aufpimpen könnt. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne jetzt. Es wird hier in Zukunft immer wieder um Videoschnitt, Bildbearbeitung, Fotobearbeitung vor allem gehen. Und es wird darum gehen, wie man in seinen Videos die Audioqualität besser macht, das Licht vielleicht ein bisschen besser setzt und so weiter. Ja, diese Themen will ich eigentlich einfach auf diesem Kanal hier abarbeiten und ja, für euch ein bisschen zugänglich machen. Also wie gesagt, fühlt euch frei, den Kanal zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Like da und außerdem habe ich vor, in Zukunft mal ein Q&A zu machen, beziehungsweise ich will mal gucken, einfach ob es generell von euch Abonnenten Fragen gibt und die könnt ihr mir einmal unten in die Kommentare schreiben, gerne mit dem Hashtag Q&A einfach davor setzen, dann werde ich in Zukunft mal ein Q&A machen auf dem Kanal und bis dahin würde ich sagen, Peace, nächsten Sonntag um 18 Uhr kommt wieder ein Video von mir online und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut und bis nächsten Sonntag, ciao!